Zehn grausame Gesetze, die in narzisstischen Familien an der Tagesordnung sind. Bist du betroffen davon, dass deine Eltern eventuell narzisstisch gestört sind? Denn gerade auch für erwachsene Kinder solcher Eltern hat das immer weitreichende Konsequenzen. Herzlich willkommen wieder hier bei Hilfe für Opfer von Narzissten. Mein Name ist Arti. Von Beruf bin ich psychologische Beraterin und Coach für Opfer von Narzissten. Wenn du da Hilfe und Unterstützung brauchst, dann scheu dich bitte nicht, mir eine Nachricht zukommen zu lassen. Ich verlinke dir hier gerade meine E-Mail-Adressen für ein paar Sekunden, damit du dir die abschreiben kannst und mir eine Nachricht zukommen lassen kannst. Kommen wir zum ganz wichtigen Thema, denn möchte man heilen von narzisstischem Missbrauch, möchte man wirklich auch verstehen, wie man vielleicht selbst tickt, muss man seine Vergangenheit kennen. Und ich weiß, dass die Hälfte von euch antwortet, wenn ich sie frage, wie war deine Kindheit? Wahrscheinlich sagen würden, in Ordnung. Das bedeutet aber nicht, dass sie gesund war. Denn gerade wenn du eventuell narzisstische Eltern hattest, in einer narzisstischen Familie groß geworden bist, kann es sein, dass du dich an die meisten Dinge überhaupt nicht mehr erinnern kannst und dann sagst, ja, ich denke, das war alles ganz normal. Wir werden hier also heute ganz tief einsteigen in dieses Thema. Ich werde dir 10 Gesetze mit an die Hand geben, wie das in narzisstischen Familien so abgeht und läuft, ja, und wie du das eben auch für dich dann aufarbeiten kannst. Denn das ist super wichtig, wenn man das einmal erkannt hat. Denn hast du so ein verstecktes Trauma in dir drin, kann es sein, dass du dein Leben lang toxische Menschen anziehst, ohne es wirklich zu wissen. Also, meine Lieben, fangen wir direkt mit dem ersten Gesetz an, das in narzisstischen Familien gilt. Es gibt niemals Sicherheit. Du fühlst dich in solchen Familien niemals sicher und geborgen, so wie es in normalen Familien sein sollte. Das kennst du gar nicht. Es ist nun mal so, in narzisstischen Familien gibt es immer ein Scapegoat, heißt es auf Englisch. Auf Deutsch nenne ich das gerne das schwarze Schaf. Und dieses schwarze Schaf wird quasi immer für alles verantwortlich gemacht. Es gibt, je größer deine Familie ist, umso mehr Geschwister du hast, umso wahrscheinlicher ist es auch, dass es mehrere schwarze Schafe gibt. Weil narzisstische Familien teilen ihre Kinder ein in schwarze Schafe und goldene Kinder. Wie sich der Begriff schon erschließt, ist das schwarze Schaf immer das, das fertig gemacht wird, dem für alles die Schuld gegeben wird, etc. So, und das ist schon die halbe Konstellation dieser Familien. Bedeutet, auch die goldenen Kinder können sich niemals in Sicherheit wägen, denn obwohl das schwarze Schaf eigentlich immer die Prügel auf gut Deutsch einsteckt, auch metaphorisch, es muss nicht immer körperliche Gewalt stattfinden, kann auch so ein goldenes Kind ganz schnell auf die Abschlussliste geraten, wenn es eben nicht mehr das tut, was der Elternteil von ihm will. Also wenn du an deine Familie denkst, an deine Eltern, an deine Kindheit und du hast ein total beklemmendes Gefühl, du hast ein Gefühl, du warst nie wirklich sicher dort, das ist ein Bauchgefühl, dann hinterfrag dich mal, ob vielleicht deine Kindheit gar nicht so glücklich war, wie du dachtest. Denn Narzissten, ganz klar, sind total instabile Persönlichkeiten. Umso pathologischer das ausgeprägt ist, umso schlimmer ist das. Bedeutet, als Kind hast du gelernt, dein Elternteil kann von jetzt auf gleich komplett ausflippen. Und in so einer Umgebung kann keine gesunde Liebe wachsen, kein Vertrauen. Also, das erste Symptom ist tatsächlich, dass du nie sicher warst zu Hause. Du hast dich nie behütet und umsorgt gefühlt. Das ist Punkt 1. So. Punkt 2. Es findet ein permanentes Leugnen statt. Was heißt jetzt genau Leugnen? Ich möchte es euch erklären. Es findet ganz offensichtlich Missbrauch statt in deiner Familie. Ob das jetzt körperlicher Missbrauch ist, ob das, wie gesagt, dieses schwarze Schaf, goldene Kindgehabe ist, dass ein Kind ständig fertig gemacht wird, ständig hart bestraft wird, nie etwas richtig machen kann, während das andere in den Himmel gelobt wird, immer überbetüdelt wird. Wenn das eine Palme malt, dann wird das direkt an den Kühlschrank geklebt und am besten eingerahmt, ja? Versteht ihr, was ich meine? Das eine Kind wird ständig gelovebombt, während das andere konstant runtergemacht wird, okay? Und das ist Missbrauch. Das ist Missbrauch. Das zerstört nämlich beide Kinder, okay? Also, und das wird geleugnet. Dass körperliche Gewalt stattfindet, wird geleugnet. Ich habe dann gern sowas gehört, ach, das war doch nur ein Klaps, ja? Also bei uns hieß das immer Klaps.
Ja, also körperliche Gewalt hieß immer nur, ach, das war nur ein Klaps, stell dich da mal nicht so an. Das heißt, körperliche Gewalt wird geleugnet. Dann wird natürlich geleugnet, dass eben dieser Elternteil vielleicht andauernd ausrastet, ja, andere anschreit, cholerisch durch die Gegend rast und irgendwelche Sachen kaputt schlägt. Dass dieser ganze Missbrauch eben, alles, was passiert, wo dein normaler Verstand dir sagt, hier läuft was schief, und das merkst du als Kind schon. Als Kind denkst du dir schon ab und zu, ey, hier ist doch irgendwas nicht ganz sauber. Aber du kannst es eben nicht benennen. Und wenn du versuchst, es zu benennen, kannst du es nicht. Und das ist kognitive Dissonanz. Oben rechts das wichtige Video. Du erlebst eine Sache, die eigentlich klar ist, aber dir wird genau das Gegenteil erzählt. Nein, hier wird kein Missbrauch betrieben, du stellst dich nur an, du bist übersensibel, ja. Du steigerst dich da rein, du hast irgendwelche Fantasien, das ist nie so passiert. Es ist ein konstanter State des Leugnens. Auch wenn du später dahinter kommst, vielleicht in einer Therapie, dass da Missbrauch stattgefunden hat und du möchtest mit deinen Eltern klären, du möchtest von ihnen hören, ja, ich habe vielleicht nicht immer so richtig gehandelt, ja, und das tut mir leid, wirst du von solchen narzisstischen Eltern niemals hören. Die werden immer das irgendwie runterrechnen und sagen, ach ja, das war doch gar nicht so schlimm, ja, werd du erstmal Elternteil, dann wirst du mal sehen, wie das ist. Nein. Nein, normale Eltern missbrauchen ihre Kinder nicht, okay? Überforderung natürlich. Irgendwie auch mal nicht ganz gesund, alles klar. Aber das ist ein konstanter State des Missbrauchs. Und das muss später aufgearbeitet werden. Aber das werden dir narzisstische Eltern nicht geben können, denn sie sind Narzissten. Komm schon, okay? Ja, du kannst vom narzisstischen Ex-Partner auch keine Antworten erwarten. Das ist einfach so. Die leugnen die Realität, die drehen sich alles so, dass es passt. Und so läuft es dann immer, ja. Punkt 3, und der ist eben auch nicht besonders schön. Ausraster sind für dich normal gewesen. Ich kann mich noch richtig gut daran erinnern, mittlerweile nach sehr langer Therapie damals, wie mein einer Elternteil ständig eine Umgebung der Angst kreiert hat. Eine Umgebung, wo ich andauernd wusste, wenn du nur einmal falsch atmest, wird ausgeflippt. Und wenn du dann nicht spurst, wenn du dich dann nicht unterwirfst, dann gibt es auch körperliche Gewalt. Und Leute, ich rede wirklich von Ausrastern, die richtig heftig sind. Nicht nur so ein bisschen Rumgezicke oder sonst was, sondern ich rede von richtig rumbrüllen, umschmeißen, werfen, zu nahe kommen und anbrüllen. Ganz schlimme Dinge, wo ein Kind da nur noch sitzt und erstarrt und sich totstellt, weil es sonst Angst hat, dass es geschlagen wird. Und auch das wird in narzisstischen Familien immer, immer, immer einfach gesagt, das ist doch gar nicht so schlimm. Oder noch viel schlimmer, du kriegst die Schuldkarte zugeschoben. Ja, wieso muss Papa oder Mama denn immer so ausrasten? Ja, weil du so ein schlechtes Kind bist. Das heißt, hier findet nicht nur Missbrauch statt, der geleugnet wird. Nein, dir wird auch noch die Schuld gegeben, dass der Elternteil sich nicht unter Kontrolle hat. Und hier findet wieder ganz klar diese Schuldumkehr statt, die wir auch in narzisstischen Beziehungen haben. Also ihr seht, der Ursprung kommt ganz woanders her, meine Lieben. Der Ursprung kommt ganz woanders her. Und später hast du Beziehungen, wo du dir gern ähnliche Partner suchst wie den narzisstischen Elternteil und der brüllt dann auch rum. Und dann sitzt du da in Therapie und der Therapeut sagt, ja, aber es ist ja auch nicht normal, dass sie ständig angebrüllt werden. Und dann denkst du erstmal drüber nach, dass es vielleicht wirklich nicht okay ist. Ich sag dir jetzt mal was. Als Kind ist für dich alles normal, was du erlebst. Du kennst nämlich keine anderen Familien, du kennst nur deine eigene. Wird in deiner Familie gebrüllt, ist es normal. Und das Schlimmste ist, die Beziehung zwischen deinen Eltern ist das Erste, was du als ideale Beziehung kennenlernst. Das bedeutet, es kann sein, dass du später rausgehst und denkst, Liebe ist nie stabil. Respekt muss es in einer Beziehung nicht geben. Frauen werden immer runtergemacht in Beziehungen. Rumbrüllen ist normal, hat alles mit Liebe zu tun. Wirst du denken im Erwachsenenleben, wenn du so eine Familie hattest. Und das ist creepy, weil das denkst du unbewusst. Das ist nicht offensichtlich, dass du jetzt rausgehst und sagst, ja, hey, ich stehe auf Männer, die mich anschreien. Aber wenn du angeschrien wirst, wirst du denken, das ist ja nichts Schlimmes, denn das kenne ich ja von zu Hause. Es wird dir sogar vertraut vorkommen. Der vierte Punkt in narzisstischen Familien ist, dass alles ein Wettbewerb ist. Es gibt niemals Kooperation. Es ist immer krankhaft Wettbewerb. Und ja, das gilt natürlich auch für Geschwister. Das heißt natürlich,
Wenn du Geschwister hast, wird es eben die bösen Kinder und die guten Kinder geben. Und zum Beispiel, wenn es vier Kinder gibt, dann ist es normal, dass es zwei gute Kinder gibt und zwei schlechte Kinder. Du wirst auch sehen, dass die schlechten Kinder super schlecht in der Schule sind, im Leben nichts gebacken kriegen, am besten auch noch emotional instabil werden und wirklich auch so im Leben die Loser werden. Ohne, dass sie irgendwie andere Qualitäten hätten als die Lichtkinder, aber die wurden eben ganz anders unterstützt als die Lichtkinder. Die Lichtkinder, denen wurde immer alles in den Arsch geschoben. Die haben immer Vertrauen bis zum geht nicht mehr bekommen. Die durften machen, was sie wollen. Während die schwarzen Schafe immer beäugt werden, als wären sie schlechte Menschen und genauso behandelt werden, obwohl sie vielleicht gar nichts getan haben. Versteht ihr? Und natürlich fängt es dann an, dass unter den Geschwistern ein Wettbewerb ausbricht. Konstant. Dass Geschwister anfangen, sich zu hassen. Weil sie immer wissen, der andere wird besser behandelt als der eine. Okay, das heißt, hier ist eine permanente Eifersucht, die geschürt wird. Das nennt man übrigens auch Triangulation. Tria ist drei auf Griechisch. Ja, hier wird dann nämlich gerne mit den Goldkindern über die schwarzen Schafe gelästert. Und die kriegen das mit. Also was hier auch für Strukturen geschaffen werden von narzisstischen Müttern, das sind gern die Mütter, die sowas machen. Das ist richtig krank. Okay. Und das bedeutet auch, wenn du jetzt ein Einzelkind bist, guck mal, ich bin ja zum Beispiel Einzelkind, ja? Für Noten gab es immer Kohle. Für nettes Betragen gab es Kohle. Es wurde nie gewürdigt. Du wurdest nicht als Mensch gewürdigt, wenn du was Gutes gemacht hast. Nein, du wurdest bezahlt. Damit du merkst, dein Preis steigt und sinkt mit deiner Leistung. Das heißt, hast du eine 3 geschrieben, gab es eben kein Geld mehr. Und bei einer 3 musste man sich schon rechtfertigen, warum man so eine schlechte Note geschrieben hat. Deine ganze persönliche Existenz hing daran, was für Noten du schreibst. Du wirst nicht als Person geliebt oder belohnt oder gewertschätzt, sondern nur nach deiner Leistung. So, und wenn dann so ein schwarzes Schaf eben immer nur 5 schreibt, weil es zu Hause überhaupt keine Unterstützung kriegt, dann wird es zusätzlich noch fertig gemacht. Es wird gesagt, guck mal, wie dumm du bist. Versteht ihr das? Also es ist ganz schrecklich. Alles ist ein Wettbewerb. Diese Kinder lernen oft gar nicht, dass sie in ihrer Persönlichkeit auch wertgeschätzt werden, genauso wie sie sind, ohne dass sie Leistung bringen müssen. Das gibt es nicht. Und das ist ganz gefährlich. Und da könnt ihr euch vorstellen, wie da einerseits instabile Kinder draus entstehen, die vielleicht in die Dependenz abrutschen, die eben nicht gegen andere gehen, sondern gegen sich selbst. Die sagen, ich bin einfach nichts wert. Und die anderen, die dann offene Narzissten werden und Riesenkarrieren hinlegen, weil sie gelernt haben, nur wenn ich erfolgreich bin, bin ich was wert. So, und da sie ja dann oft die Goldkinder von den Eltern waren, hatten sie auch die finanziellen Mittel, unterstützt zu werden und große Karrieren zu machen. Während die schwarzen Schafe dann eher irgendwo, ja, ne? In normalen Berufen, wo wir alle sind, landen, sag ich mal, okay. Aber so entstehen auch offene Narzissten, versteht ihr? Weil die einfach zu betüttelt werden. Ne? Das ist so. Ja, Punkt 5 ist, Gefühle an sich sind immer falsch und du bist dann schwach und wertlos, wenn du Gefühle zeigst. Wie gesagt, auf narzisstischen Missbrauch reagieren Kinder unterschiedlich. Manche schotten sich komplett ab, erfinden eine neue Persönlichkeit, das sind dann gern die Narzissten. Es gibt aber auch die Kinder, die dran zerbrechen. Die emotional daran zerbrechen. Die machen dann ins Bett, die werden auffällig in der Schule, die weinen oft, ja, die übergeben sich oft, die haben Magenprobleme. Ja, das äußert sich da schon somatisch, dieser narzisstische Missbrauch von den Eltern. Und was soll ich euch sagen? Die versuchen natürlich weiter ihre Gefühle zu zeigen, die versuchen auf rationaler Ebene den Eltern zu sagen, du tust mir weh. Aber in solchen Familien wird dir beigebracht, wenn du nicht der Stärkste bist, dann hast du Pech gehabt. Das heißt, die Kinder werden ungefähr erzogen, als müssten die Soldaten sein. Nie Gefühle zeigen, immer stark sein, weil da draußen, ja. Wenn du dann Gefühle zeigst, bist du sowieso schon das schwarze Schaf und, ja, nichts wert und die Memme, ja. Und du stellst dich an, du hast zu viele Gefühle, ja. Früher hat man Leute damit tatsächlich auch beleidigt, um zu sagen, ja, du bist bestimmt von der anderen Seite, also schwul oder lesbisch, ja, weil du so sensibel bist. Heute wird sich das keiner mehr einfallen, aber früher war das an der Tagesordnung. Wenn du zum Beispiel als Junge bei narzisstischem Missbrauch eben sensibel warst, dann hieß es, ja, du bist bestimmt irgendwann mit einem Mann verheiratet. Ja, das macht man heutzutage Gott sei Dank schon nicht mehr, ne? Aber damals war das wirklich an der Tagesordnung. Also wenn du das Gefühl hast in deiner Familie, zum Beispiel, oder auch, sagen wir, alle sind andauernd zerstritten, weil das ist auch normal in diesen Familien, ja, wenn einer aus der Rolle fällt, dann wird er ausgegrenzt und gemobbt.
Und dann ist es eben auch normal, dass die Leute Seiten beziehen. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf, ne? Aber versteht ihr, es ist tatsächlich so schwierig. Es ist so schwierig. Wenn du da Gefühle zeigst und weich bleibst, dann wirst du verlacht. Dann wird gesagt, ach, jetzt wein doch hier mal nicht, ja? Das ist ja, das sieht ja jeder jetzt, ne? Das heißt, diesen Menschen wird konstant eingeredet, Gefühle zu zeigen ist schwach. Und dann wärst du weniger wert. Also wenn du das Gefühl hast, du kommst aus so einer Familie, hinterfrag bitte auch mal die anderen Punkte. Ne? Wie gesagt, es ist nicht punktuell hier, dass wenn eine Sache zutrifft, dass es dann so ist. Ja, das hier ist auch ein Laien-Channel, kein Wissenschafts-Channel. Aber ich kann euch nur sagen, ich habe das alles erlebt und ich weiß ganz genau, wie das läuft. Ja, und da brauche ich keinen Doktortitel für. Sorry, es sind einfach Erfahrungen. Und ja, manchmal ist das auch eine Wissenschaft, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das ist Punkt 5. Also darfst nie Gefühle zeigen. So, und Punkt 6 habe ich gerade schon mal angerissen. Du musst immer Seiten wählen. So, bei Familien mit Geschwistern ist das ganz klar dann meistens gegen ein Geschwisterchen gerichtet. Ne? Dann haben wir die schwarzen Schafe und die goldenen Kinder. Und die goldenen Kinder verbrüdern sich irgendwann mit den Eltern gegen die schwarzen Schafe. Denn wie gesagt, ich habe euch ja gesagt, dass die Narzissten dann immer ihre Lieblingskinder haben und den Rest verurteilen. Und wenn du dich dann aber auf die verurteilten Seite stellst, dann landest du schnell auf dieser Seite. Das heißt, wenn ein goldenes Kind sich für ein schwarzes Schaf gut macht, dann kann es sein, dass die Eltern es auch verstoßen und als schwarzes Schaf brandmarken. Das möchten die goldenen Kinder natürlich nicht. Das heißt, sie stehen zusammen und mobben mit den Eltern die schwarzen Schafe. Okay, also ganz furchtbar. Und ich sage auch ganz ehrlich, es sind meistens nicht beide Elternteile Narzissten, entweder Frau oder Mann. Okay. Und also ich habe das persönlich auch öfter erlebt bei narzisstischen Müttern, dass die sehr manipulativ agieren und triangulieren und die Kinder auch gegeneinander aufhetzen, als bei narzisstischen Männern. Die narzisstischen Männer, habe ich das Gefühl, in Familien sind eher so die Aggressoren, die wirklich zuschlagen und auch ja eher so diese Angst verbreiten, wo man sich ducken muss. Aber die narzisstischen Mütter sind die, die wirklich diese Koalitionen hier aufbauen und sagen, wir sind schlecht und die sind gut oder andersrum. Und das heißt, es muss immer eine Seite gewählt werden. Und wenn du keine Geschwister hast, dann ist es eben so, dass oft der narzisstische Elternteil von dir verlangt, dich gegen den anderen Elternteil zu verbrüdern. Dann wirst du Partnerersatz. Hast du zum Beispiel eine narzisstische Mutter und du bist der Partnerersatz davon, dann wird sie wahrscheinlich eh ständig ihren Mann fertig machen. Und sie wird dich dazu verleiten, mitzumachen. Da habe ich schon ganze Familien erlebt, die ständig den Vater fertig machen, weil die Mutter irgendwie mit der Beziehung nicht glücklich war und voll schön ist gerade ein Schmetterling. Ich weiß nicht, ob ihr die Schatten seht. Ja, aber es wird dann wirklich so laufen, dass die ganze Familie zum Beispiel auf den Vater losgeht, weil er der Schwächere ist, ja? Weil er nicht der Dominante ist, okay? Also es ist richtig übel, richtig krass. Und wenn der Vater der Narzisst ist, dann wird er die Mutter halt andauernd abwerten, schlecht reden, über sie lachen, sie verhöhnen, sie in Situationen bringen, wo sie wie der Idiot aussieht und würde dann sagen, sieh mal deine Mutter hier, ey, das ist echt lachhaft, die ist so dumm. Ja, also versteht ihr, die Kinder werden immer auf eine Seite gezogen. Ob jetzt mit oder ohne Geschwistern ist eigentlich wurscht, ja. Aber du musst immer eine Seite wählen. Punkt 7 ist, es gibt immer einen Schuldigen. So, und der Schuldige ist immer das schwarze Schaf. Punkt. Ja? Oder der eine Elternteil, der eben verhasst wird. Entweder von der Mutter oder dem Vater. Aber es gibt immer einen Schuldigen. Und es gibt komischerweise immer die gleichen Schuldigen. Da merkst du auch wieder, das ist Narzissmus, ne? Also, wenn, es baut jeder mal Mist, sagen wir mal so. Und jeder ist irgendwann mal schuld. Schuld ist auch wieder so ein Wort, ne? Aber bei Narzissten sind immer die gleichen Personen schuld an allem. Wenn eine Tasse Milch umfällt, bist du schuld. Und da ist auch das Lustige, wenn einem goldenen Kind die Tasse runterfällt, dann ist das schwarze Schaf trotzdem daran schuld. Also das ist irre. Diese Logik ist total irre. Aber es ist immer einer schuld. Achte mal darauf, ob in deiner Familie immer die gleiche Person schuld ist, weil auch das ist ein großes Indiz dafür. Ne? Punkt 8. Du wirst dazu aufgefordert, dich zu unterwerfen oder du wirst ausgeschlossen. Diese Familienstrukturen sind sehr komplex und jeder hat in so einer Familie seine eigene Rolle und da darf er niemals rausfallen, niemals. Wenn du da einmal rausfällst, dann verbrüdert sich die ganze Familie gegen dich und schließt dich aus. Komplett. Und da kann es auch sein, dass wenn ein Lichtkind sich irgendwann mal auflehnt, dass die Eltern dann die schwarzen Schafe rausholen und zu Lichtkindern machen, sich mit den verbrüdern gegen das ehemalige Lichtkind und noch mehr ausgeschlossen wird. Und natürlich freuen sich die schwarzen Schafe, dass sie endlich Lichtkinder sein dürfen und machen natürlich mit. Aber dass ihr mal merkt, wie gestört das ist, was da abgeht, okay.
Du musst dich bei einer narzisstischen Familie komplett deiner Rolle beugen, und zwar für immer. Erwachsen sein heißt nichts, ja? Du musst immer weiter deine Rolle spielen, du musst dich immer unterwerfen. Wenn der Elternteil was sagt, dann wird das gemacht, dann darfst du es nicht hinterfragen, darfst du nicht widersprechen, dann wird das gemacht. Und das heißt, klar, hier haben wir auch ganz viele dependente Leute irgendwann. Wenn die eng mit ihren Eltern in Verbindung bleiben, wenn die erwachsen sind, dann kann das sein, dass das Leben sich immer noch komplett um die Eltern dreht, dass die gar nicht ihr eigenes Leben aufbauen, sondern im Grunde immer noch in diesen Klauen hängen. Die werden nie wirklich eigenständig und leben nie ein richtiges Leben. Deswegen, wenn ihr mich fragt, darf ich mich von meinen Eltern trennen? Ja, natürlich dürft ihr das. Das ist blöd, das ist nicht optimal. Aber bevor ihr mit 40 immer noch im Grunde am Rockzipfel eurer Mutter hängt, die euch nicht loslässt, ja. Dann trennt euch lieber. Geht auf gesunde Distanz, wählt selbst, wie viel Kontakt ihr möchtet und lernt euer eigenes Leben aufzubauen. Das ist ganz wichtig, weil du kommst sonst von diesen Menschen nicht los teilweise. Das ist richtig übel. Ne? Jo, also Unterwerfung wird gefordert. Punkt 9, das hatten wir auch schon mal ein bisschen angesprochen, ist, dass du nur unter Bedingungen akzeptiert wirst. Sowieso, wie gesagt, dieses ganze Verhältnis, entweder du nützt dem Narzissten was oder er lässt dich fallen. Das ist natürlich in Familien genauso. Als Kind ist es dann eben meistens so, dass du gute Noten bringen musst oder dass du besonders gut aussehen musst. Das ist auch bei manchen Narzisstinnen ganz wichtig, dass ihre Kinder ja bloß nicht dick werden oder so. Ja, Katastrophe. Ja, und später ist es dann natürlich wichtig, dass sie weiter mit dir rumprotzen können, ne? Dass du einen guten Abschluss hast, einen guten Beruf, dass du am besten verheiratet bist, 30 Kinder gezeugt, egal, ne? Ja, also, aber dass du immer nur als Mensch akzeptiert wirst, wenn du Bedingungen erfüllst, das ist ein ganz großes Symptom dafür, dass deine Familie narzisstisch ist. Frag da mal in dich rein, wirst du in deiner Familie geschätzt, so wie du bist, oder musst du irgendwas dafür tun, ja? Es gibt auch Familien, da lässt sich die Frau scheiden und dann wird sie aus der Familie verbannt, weil es ja nicht schick ist, sich scheiden zu lassen. Versteht ihr? Also, und dann merken manchmal Leute erst nach wie vielen Jahren, dass sie eigentlich aus einer narzisstischen Familie kommen, wo sie immer nur abliefern mussten, um akzeptiert zu werden. Also hier, ganz wichtig, akzeptiert wirst du nur unter Bedingungen. Das ist der Knaller. Also es darf eigentlich nicht sein, ne? Aber spür da mal in dich rein. Ist das bei dir so, ne? Ja, und Punkt 10 ist keinerlei Privatsphäre. Und das gilt auch fürs Erwachsenenleben. Da habe ich schon Sachen am Telefon gehabt. Das ist unglaublich. Also ich konnte mich halt früh lösen damals. Deswegen habe ich mein eigenes Leben aufgebaut, konnte alles heilen, was in mir war, ja. Aber es gibt Leute, die kommen nicht raus. Die kommen wirklich nicht raus aus diesen Familien, weil sie es, wie gesagt, auch gar nicht wissen. Wie sieht das aus, als Kind keine Privatsphäre zu haben? Kann ich euch erzählen. Kein Schlüssel in der Tür. Tür muss immer angelehnt sein. Du darfst niemals eine Tür schließen, weil dann, ne? Wenn dein Elternteil darf jederzeit reinkommen, ohne zu klopfen. Egal welchen Alters, ob du jetzt 15 bist oder 6, das ist egal. Auch wenn du deinen ersten Freund vielleicht zu Besuch hast, um Himmels Willen, dann ist die Tür eh offen, damit die Eltern alles mitkriegen, damit ja bloß nichts Schlimmes passiert. Und wie gesagt, anklopfen kennst du gar nicht aus deiner Kindheit. Die kommen einfach rein und nehmen sich, was sie wollen. Dein Besitz ist nie dein Besitz. Ich hatte mal ein Fahrrad und dann war ich 2 Wochen, habe ich meine Weisheitszähne rausbekommen und konnte nichts machen. Ja, 2 Wochen später war mein Fahrrad weg. Und dann sagte mein Elternteil mir, ja, das habe ich verschenkt, weil du hast es ja eh nie benutzt. Okay. Ja, also so läuft das. Dir gehört gar nichts. Du denkst, dir gehört etwas? Nein. Du hast es vielleicht bekommen, weil du was Besonderes geleistet hast, aber es wurde dir in dem Moment wieder weggenommen, als du mit dieser Leistung wieder aufgehört hast. Oder dir wird zum Uni-Anfang ein Laptop geschenkt. Du kriegst Depression, weil ein Elternteil sehr früh gestorben ist und kannst nicht mehr studieren gehen. Dein anderer Elternteil wird dir diesen Laptop wieder wegnehmen mit der Begründung, den habe ich dir nur geschenkt, weil du studieren gehst. Ja, alles erlebt. Okay, also versteht ihr auch Geschenke, die ihr kriegt, auch Dinge, die man euch gibt, wo man sagt, das ist jetzt deins, das ist nie wirklich deins. Nur solange du die Bedingungen des Elternteils erfüllst. Andernfalls wird es dir wieder weggenommen. So. Und das meine ich, wenn ich sage, es gibt keinerlei Privatsphäre. Und das ist auch im Erwachsenenleben dann so. Habe ich Gott sei Dank nie erlebt, weil ich mich gelöst habe. Aber ich habe genug Klienten, die genau das Problem haben. Die haben dann einen Partner meinetwegen, ist auch meinetwegen ein guter, alles schick, ja. Aber natürlich zieht man dann zu den Eltern in die Nähe. Und natürlich telefoniert er dann jeden Tag mit seinen Eltern. Und natürlich kommen die Eltern dann unangemessen einfach mitten in der Nacht vorbei, kommen einfach rein, klopfen nicht, kündigen sich nicht an, gar nichts. Das heißt, diese Nicht-Privatsphäre aus der Kindheit, die wird so weitergetragen. Wenn das Kind als Erwachsener nicht lernt, Grenzen zu ziehen und zu sagen, Mutter, Entschuldigung, raus hier,
dann wird sich das auch nicht ändern. Und dann wird auch der Elternteil sich immer wieder in Beziehungen einmischen, über das Kind bestimmen, den Partner abwerten. Denn das ist der nächste Feind. Wenn du erwachsen wirst und einen Partner hast, dann wird der immer zum Feind. Sofort. Außer er ist selbst Narzisst. Dann habe ich die Erfahrung gemacht, kann das sein, dass der wunderbar akzeptiert und angenommen wird. Gar kein Problem. Aber umso weniger narzisstisch dieser neue Partner ist, umso mehr wird er gehasst. Das verspreche ich dir. So, und wie gesagt, dann wird natürlich auch gesagt, oh, du siehst aber fertig aus. Läuft es denn gut zu Hause? Kriegst du denn auch genug zu essen? Wird denn gekocht? Versteht ihr? Also, das neue schwarze Schaf ist dann immer der Partner. Natürlich, weil der Partner könnte dich ja dazu bringen, Dinge zu hinterfragen. Oder sagen wir, dich dazu bringen, eigenständiger zu werden. Ne? Ein bisschen mehr Zeit mit deinem Partner verbringen zu wollen, als mit deiner Mutter oder deinem Vater. Ja, und dann ist Krieg. Und da habe ich übrigens auch schon mal ein Video zu gemacht, hier oben rechts, warum dich deine Schwiegereltern so sehr hassen. Wichtige Lektüre für alle, die es betrifft. Könnt ihr mal reinschauen, ja. Aber das sind so diese 10 unausgesprochenen geheimen Gesetze in narzisstischen Familien, die sich auch nicht ändern. Außer du brichst aus, ja. Also wenn du jetzt merkst, oh, 10 von 10, ja, und dann guckst du mal dir genau dein Leben bitte an. Hast du irgendwo Probleme? Kommst du irgendwo nicht zurecht? Denn oft haben solche Kinder, das nennt sich Anpassungsstörungen, ob das jetzt im Job ist mit Autoritäten. Oder in Beziehungen, dass du vielleicht nicht lange in einer Beziehung bleiben kannst. Oder du bleibst zu lange in einer Beziehung und kannst dich nicht trennen. Zum Beispiel. Ne? Also wie gesagt, also Kinder aus narzisstischen Elternhäusern werden manchmal narzisstisch, manchmal werden sie dependent oder borderline. Es ist ganz unterschiedlich. Aber die haben irgendwo später alle einen Knicks weg irgendwo. Schlimmer oder besser, das ist egal. Aber es ist ja, außer wenn es Narzissmus ist, eigentlich gut behandelbar. Okay, das ist das Wichtigste, was ihr wissen müsst. Es ist nicht schlimm. Ihr müsst es nur erkennen und dann daran arbeiten. Das ist das A und O. Und wenn ihr das tut, wie gesagt, ihr seht mich ja hier, erwachsen, gesund, alles in Ordnung, ja. Das geht schon. Ihr müsst dann eben dran arbeiten. Und wie gesagt, zu einem narzisstischen Elternteil den Kontakt. Manche stellen ihn ganz ein, manche reduzieren ihn nur. Das ist dann euch überlassen. Das könnt ihr auch dann in der Therapie ausarbeiten. Leute, lasst uns jetzt ganz arg wieder den YouTube-Algorithmus triggern, damit sich das Wissen hier verbreitet, in die Öffentlichkeit kommt. Ihr seht ja, narzisstischer Missbrauch, das verbreitet sich, seit ich hier angefangen habe. Leute, letztens habe ich der für sie ein Interview gegeben. Ich kriege wie viele Anfragen jeden Tag von Film und Fernsehen. Ja, ist der Wahnsinn, wie das nach draußen geht. Im Sommerhaus jetzt habt ihr direkt erkannt, was da abging. Sehr schön, meine Lieben. Da gibt es aber noch einen verdeckten Narzissten. Ob er den findet, weiß ich nicht. Aber das schauen wir mal, ja? Also, da könnt ihr mal genauer hinschauen. Da gibt es nämlich noch einen Verdeckten. Mal gucken, ob er den findet, ja? Bei dem anderen Typen, naja, komm schon, da müssen wir echt nicht drüber reden. Ja, aber das ist toll. Ich krieg direkt Zuschriften. Ah, die Sommerhaus, da ist einer. Und ich denke mir, so langsam würdet wat, Leute. So langsam würdet wat. Oder können die auch aus dem ICD-10 zehnmal den Narzissmus rausstreichen, die Wissenschaftler? Das interessiert uns nicht, sage ich mal ganz offen. Wir wissen, was es ist, wir wissen, wie es heißt, wir werden weiter darüber berichten. Kann jeder halten, wie er will. Ich war noch nie ein Wissenschaftschannel, das wisst ihr, ich bin Laie. Ich habe es durchgemacht in mehreren Facetten mit mehreren verschiedenen Menschen. Davon berichte ich euch und da werde ich nicht mit aufhören. Versprochen, ja? Ich werde es auch nicht umbenennen, denn das finde ich kompletten Dummfug und das ist mal wieder Täterschutz und da wird mal wieder den Betroffenen es noch schwerer gemacht, es zu erkennen, was es eigentlich ist. Und es ist im Endeffekt auch egal, wie wir es nennen, denn was meinetwegen toxische Menschen. Mir ist das doch Latte, Leute. Aber ganz ehrlich, lasst euch nicht beirren. Hier würde es genauso weitergehen wie vorher. Hier wird sich nichts ändern, ja? Das mag man jetzt gut oder schlecht finden, das ist mir Latte, sage ich ganz ehrlich. Die, die hier sich die Erfahrungen ziehen, ja, und auch die Information, wie gesagt, ich habe mittlerweile tausenden Menschen schon geholfen und das spricht Bände. Das spricht Bände, okay? Und deswegen werde ich hier genauso weitermachen. Wer möchte, lässt einfach mal ein Abo da unten da, okay? Und verpasst kein Video mehr. Dann starten wir jetzt wieder unsere kleine Studie hier unten in den Kommentaren. Habt ihr narzisstische Eltern? Wenn ja, wie ist es gelaufen? Was für Situationen gab es da? Und wie habt ihr es geschafft, euch später daraus zu trennen? Es ist nämlich hier ganz wichtig, nicht nur ich bin hier wichtig, sondern auch ihr. Ihr seid das Herzstück dieser Community. Empowert andere, ihr Schweigen zu brechen und schreibt eure Erfahrungen hier unten rein, ja? Und die werden dann eben liken, wenn sie es auch so erfahren haben, oder sie werden eine neue Erfahrung reinschreiben. So machen wir es immer. Daumen rauf, hatte ich gesagt, weiß ich nicht. Aber wir triggern den YouTube-Algorithmus, indem wir einen Daumen rauf geben.
fleißig Daumen rauf geben, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, meine Lieben, ja, damit das Video hier sich verbreiten kann. Und jetzt teilt es noch mit ein, zwei Leuten in eurem näheren Umfeld, die euch wichtig sind, wo ihr sagt, boah, oder zum Beispiel, hey, jetzt habe ich erkannt, das ist so, vielleicht sollte ich es meinem Geschwisterchen schicken, mit dem ich schon seit 10 Jahren Clinch habe und weiß nicht mal warum. Denn so ist das übrigens oft im Erwachsenenalter. Du hast deine Schwester oder du hast deinen Bruder und du weißt nicht mal, warum das so ist. Heute hast du die Antwort bekommen. Schick's weiter. Es wird helfen. Ich verspreche es dir. Okay. Und wie gesagt, wenn ihr Hilfe und Unterstützung braucht, ich blende nochmal meine E-Mail-Adresse ein. Schreibt sie euch ab. Ich habe sie auch hier unten in der Videobeschreibung nochmal. Weil letztes Mal habt ihr gesagt, Arti, die war viel zu kurz eingeblendet. Ja, jetzt könnt ihr euch in Ruhe, ne, gucken hier. Und so viel zu heute, meine Lieben. Ich würde sagen, habt morgen ein wunderschönes Wochenende. Und wir sehen uns nächsten Donnerstag um 18 Uhr genau hier wieder bei Hilfe für Opfer von Narzissten. Bis dahin, macht's gut.